Werden wir mal musikalisch. Let It Snow oder Driving Home for Christmas? Ja, Let It Snow. Driving Home for Christmas. Let It Snow. Oh, Driving Home for Christmas war unser Song, weil wir sind ja 4 Jahre quasi von Kopenhagen nach Wiesbaden, in unsere Heimatstadt, gefahren. Und das war eigentlich so das erste Lied, was immer anging. Und das war so richtig Feeling. Driving Home for Christmas. Driving Home for Christmas. Du hast mein Lieblingslied getroffen. Aber nur einmal oder dann in Dauerschleife? Also es war dann eine Playlist und das Lied kam nicht nur einmal vor. Wir hatten genug Zeit. Ja. Gut, der Weg ist auch lang genug. Sehr, sehr lang, ja. Let It Snow. Driving Home for Christmas. Driving Home for Christmas. Let It Snow. Let It Snow. Driving Home for Christmas. Feliz Navidad oder Jingle Bells? Beides gut. Beides kannst du dann nach 10 Tagen nicht mehr hören, weil es irgendwie jeden Tag 400 Mal läuft, aber... Jingle Bells. Feliz Navidad. Jingle Bells. Feliz Navidad. Nimm mal Jingle Bells. Feliz Navidad, glaube ich. Feliz Navidad. Meine Frau ist halb Spanierin. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz. Feliz Navidad läuft natürlich bei uns öfter als Jingle Bells. Spanische Wurzeln und so. Mhm. Feliz Navidad oder Driving Home for Christmas? Da hast du mich. Driving Home for Christmas. Ich glaube... Feliz Navidad. Driving Home for Christmas. Wegen der Fahrt nehmen wir Driving Home for Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Driving Home for Christmas. Driving Home for Christmas oder Last Christmas? Aber wir bleiben bei Driving Home for Christmas. Last Christmas. Last Christmas natürlich. Last Christmas. Immer noch Driving Home for Christmas. Last Christmas einmal oder Last Christmas in Dauerschleife? In Dauerschleife. Ja, ich muss sagen, das ist schwierig, weil ich finde, Last Christmas gehört auch einfach dazu. Also es ist Wahnsinn, dass das nach so vielen Jahren irgendwie immer noch nicht so richtig überhört ist. Wobei ich glaube, einige Menschen sind der Meinung, aber ich nicht. Ich freue mich jedes Jahr wieder, das Lied zu hören und ich bin auch sowieso Weihnachtsmusikverfechter. Also ich freue mich auf den ersten Tag immer, wenn ich es anmachen kann, das Wetter passt und morgens im Auto ein bisschen Weihnachtsmusik höre oder wir zu Hause beim Advent. Und, aber ich bleibe bei Driving Home for Christmas. Last Christmas. Last Christmas. Last Christmas. Nur drauf gewartet, ne? Ja, das darf nicht fehlen, ne? Last Christmas. Last Christmas. Na, das geht gar nicht. Driving Home for Christmas ist super. Von Musik zum Film, Der Grinch oder Kevin allein zu Hause? Boah, beides Klassiker. Boah, für mich beantwortet natürlich Kevin allein zu Hause, aber die Kinder schauen schon gerne den Grinch auch. Ja, meine Frau mag natürlich Grinch, aber ich mag mehr Home Alone. Aber ich muss dann doch ganz relativ deutlich sagen, Kevin allein zu Hause. Und was ist jetzt die Antwort? Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause, ganz klar. Kevin allein zu Hause. 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 Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York? Oh, ja, wir bleiben beim Klassiker. Kevin allein zu Hause. Kevin allein. Erst Kevin allein zu Hause und dann Kevin allein nach New York, weil wir haben ja ein paar Feiertage. Beides gute Filme, aber ich finde, der Kevin allein zu Hause passt dann nochmal besser für Weihnachten. Zu Hause. Hast du gewusst, dass es mehr als 2 Teile davon gibt? Wie? Nein. Echt? Ja, nur Macaulay Culkin spielt dann nicht mehr mit. Kevin allein in New York. Crazy. Ja, siehst du? Zu Hause. Allein zu Hause ist besser. Home Alone. Erst das und dann direkt das nächste reinklatschen. Kevin allein zu Hause oder die Weihnachtsgeschichte? Auch Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause. Was war nochmal die Weihnachtsgeschichte? Ist das, die Weihnachtsgeschichte ist mit dem einen bösen Opa da, oder? Nee, Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause. Ja, Kevin allein zu Hause. Die Weihnachtsgeschichte. Kevin allein zu Hause. 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 Home Alone. Tatsächlich Liebe oder Stirb langsam? Was? Noch nie gesehen. Was davon? Beides. Ich hab beides leider nicht geguckt. Was ist das? Tatsächlich Liebe kenne ich gar nicht. Tatsächlich Liebe habe ich nicht geguckt. Stirb langsam. Ich bin dann eher so Bruce Willis-Style. Stirb langsam.
Was schüttelst du denn an den Kopf? Was soll ich machen? Du meinst, die ganze Zeit auf die Glotze schaue? Stirb langsam. Stirb langsam. Dann nehme ich stirb langsam. Lieber tatsächlich lieber als stirb langsam. Ja, lieber tatsächlich lieber und zu Weihnachten halt, ne? Ja, aber stirb langsam ist ja auch ein Weihnachtsfilm. Ja, stimmt schon, aber keine Ahnung. Tatsächlich lieber eher. Also kommt mir eher so im Kopf. Stirb langsam. Stirb langsam. Und dann habe ich noch Weihnachtsmann und KKG. Ja. Oder Werder TV. Ah. Oder Werder TV. Ich habe vorher schon geantwortet. Aber oder da Werder TV. Nein, da kommt nichts gegen an. Aber oder Werder TV. Nee. Weihnachtsmann und KKG. Gibt's kein Oder. Ja, aber oder Werder TV. Ach so, das habe ich jetzt nicht. Ich habe nur, danach war es schon blockiert. Dann würde ich sagen Weihnachtsmann und KKG. Es ist Weihnachtszeit. Werder TV natürlich. Werder TV. Werder TV. Bloß nicht Werder TV. Weihnachtsmann und KKG. Aber oder Werder TV. Weihnachtsmann, ich habe dir einen langen Brief geschrieben. Weihnachtsmann und KKG. Weihnachtsmann und KKG. Weihnachtsmann und KKG. Mit Liebe und Herz. Weihnachtsmann und KKG. Einfach auch für mich Kindheit so. Flashback, ja. Das ist schon krass. Weihnachtsmann und KKG. Werder TV. Frohe Weihnachten oder schönes Fest? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohes Fest. Frohes Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, liebe Werder-Fans, ich wünsche euch natürlich ein schönes Fest. Auch in dieser schwierigen Zeit mit allem drumherum wünschen wir vom SV Werder Bremen eine besinnliche Zeit. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hoffentlich sehen wir uns mit neuer und ja, größerer Stärke wieder.